Hallo und herzlich willkommen zu Fallout 4. In der letzten Folge haben wir uns wieder mit einer der furchteinflößenden und monströsen Kreaturen der Insel angelegt, und zwar mit diesem leuchtenden Einsiedlerkrebs hier. Den haben wir für und gemeinsam mit den Siedlern der Sägemühle am Echo Lake getötet. Und ja, in dieser Folge möchte ich gerne meinen Weg hier fortsetzen in Richtung Haddock Cove, hieß es, glaube ich. Genau, mittlerweile ist es auch markiert. Ich habe die Aufgabe jetzt mal als aktiv ausgewählt, deshalb ist hier der Marker jetzt dran. Das heißt, ich kann jetzt auch die Richtung wahrscheinlich etwas besser finden von hier aus. Und ja, ich versuche auf mehr oder weniger direktem Wege, so gut das machbar ist, dorthin zu kommen und dort Meyerlurks zu jagen. So, wo müsste denn jetzt meine Markierung hier... Müsste ich die nicht irgendwo jetzt sehen, sinnvollerweise? Nee, nach Norden ist schon mal falsch. Okay, man scheint die auch nicht unendlich weit sehen zu können. Aber ich muss ja so ein bisschen mehr nach Westen, Nordwesten vielleicht. So, ich bin mal gespannt, ob hier noch irgendwas rauskommt aus den Häusern. Hier brennt auf jeden Fall Licht. Achso, und was mir gerade einfällt, ich hatte in der letzten Folge ein Level-Up. Da muss ich gleich noch einen Punkt vergeben. Einen Skill-Punkt. Ah, hier ist eine brennende Tonne. Aber irgendwie scheint hier niemand drumherum zu leben. Hm. Aber es ist eine Matratze hier. Also hier scheint doch jemand zu schlafen. Die Frage ist nur, wer und wo ist derjenige? Keine Ahnung, weiß man nicht. So, ich versuche mich hier quer durch das Grünzeug zu schlagen. Das sollte hier so einigermaßen der richtige Weg sein. Wie gesagt, auf mehr oder weniger... Oh, hier ist eine Grabstelle. Auf mehr oder weniger direktem Wege. Damit wir nicht allzu viel Zeit verlieren unterwegs. Da drüben ist der Leuchtturm, den kennen wir schon. Daher weiß ich, dass ich ein bisschen mehr in diese Richtung mich halten muss. Statt direkt der Straße zu folgen, die so ein bisschen eher außenrum geht. Ist der schon tot? Ach, dem bin ich auf dem Weg zum Leuchtturm begegnet, ne? Dann liegt der hier immer noch. Nee, der ist nicht tot. Oder er ist nicht mehr tot. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist der nicht tot. Und er hat ein Sternchen und ist legendär. Aber ist das nicht derselbe Albino-Angler? Doch, wir sind auf jeden Fall einem Albino-Angler auf dem Weg zum Leuchtturm auch begegnet damals. Das weiß ich noch. Aber dann wird das nicht dieser hier gewesen sein. Yeah, ein kritischer Schlag, immerhin. Ah, ich kann ja mittlerweile auch wieder gute Waffen nehmen. Okay, diese war damit nicht gemeint, ehrlich gesagt. Ich wollte eigentlich mehr auf die Knarre hinaus. Ah, wow, ich bin durch irgendeine Hecke durch. Okay. Wo das Vieh eigentlich auch durchkommen sollte. Also, die sollte jetzt kein Hindernis darstellen. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Auf irgendeinem Hinterhof. So, wo ist das Viech? Komm mal her jetzt. Damit wir das erledigt kriegen. Ich habe übrigens gar nicht mehr so viele Stimpacks. Ist mir ja neulich schon aufgefallen. Ja. Mist. Ich wüsste auch gar nicht, ob ich jetzt noch welche gehabt hätte. Ja, das ist nicht gut gelaufen. Aber wir lassen uns davon ja natürlich überhaupt nicht beirren und laufen stur wieder in die gleiche Richtung. Hätte mich ehrlich gesagt auch ein bisschen gewundert, wenn das tatsächlich derselbe Angler gewesen wäre, dieselbe Kreatur gewesen wäre, die wir beim letzten Mal auf dem Weg zum Leuchtturm schon getötet haben. Denn ich glaube nicht, dass die so lange liegen bleiben. Das ist ja jetzt doch schon ein paar Folgen her. So, wo war das denn? Ja, aber ich kann direkt mal wieder meine Lieblingsknarre wählen. Die ist ja immer so das Problem, dass die Kollateralschäden macht ohne Ende, weil sie halt in alle möglichen Richtungen Schaden verteilt. So, da ist das Viech. Und jetzt zuletzt, als ich die Siedler mit dabei hatte, konnte ich mir das natürlich nicht leisten, weil ich dann meine Siedler verletzt hätte. Wow, mitten ins Gesicht. Das ist natürlich auch super nett. Boah, und trotzdem tötet mich das Mistviech. Gibt's doch nicht. Jetzt habe ich schon hier die extra starke Knarre in der Hand. Und kann schon ein paar gute Treffer setzen. Und trotzdem... Wahnsinn. Der Wahnsinn. Wie aggressiv einfach mal. Ja, nimm das Stimpack halt, Mann. Okay, ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Moment, ich muss mal gerade schauen, wie viele ich überhaupt noch habe. Denn gegebenenfalls gehen die mir gerade... Oh, zwei Stück. Nur noch zwei Stimpacks. Oh Gott. Das wird doch nichts.
So kann man hier nicht überleben. Ach, komm schon. Na. Ah. Voll auf den Kopf, bitte. Kritisch am besten. Was? Das war schon der kritische Schlag und das Vieh ist immer noch nicht tot. Meine Güte. Okay, jetzt ist es. Hinüber. Ja, schön. Anglerfleisch. Yay. Okay, ich habe nicht mehr viele Stimpaks übrig. Das ist ein Problem. Ich könnte natürlich jetzt mal kurz zurück zu der Matratze gehen und eine Runde pennen. Aber das würde mich Zeit kosten. Okay, aber was ich mache, ist mein Level-Up hier zu nutzen. Nicht, dass mir das irgendetwas bringen würde jetzt unmittelbar. Aber ich würde ganz gerne hier den Waffenfreak zu Ende aufwerten. Also den letzten Stern dort holen und damit Zugang zu Rang 4 Mods für Waffen erhalten. Das hatte ich mir vorher schon ausgeguckt, dass ich mir das holen werde. So, und dann, ja, Zugang zu Rang 4 Mods. Also theoretisch könnte ich jetzt meine Waffen auch wunderbar modifizieren. Praktisch muss ich mich dazu mal durchringen, das wirklich zu tun. Weil das eigentlich gar nicht so... Ja, ist gar nicht so meine Lieblingsbeschäftigung. Ist gar nicht so meine Art, Waffen großartig zu modifizieren. Aber könnte man sich mal angucken, wäre wahrscheinlich sinnvoll, da ich ja zunehmend jetzt schon mit den größeren und aggressiveren Kreaturen Schwierigkeiten bekommen habe. Was bestimmt zum einen mit Sicherheit auch mit an den Waffen liegt, zum anderen an den Rüstungen. Hier haben wir ein kleines Camp. Ist da jemand? Und wenn ja, ist der nett? Wahrscheinlich nicht. Wann trifft man schon mal nette Leute? Aber hier ist wahrscheinlich überhaupt niemand. Ah, doch, da vorne ist ein Schlinger. Den sehe ich schon mal. Und er sieht mich auch. Das ist natürlich ein Problem. Longfellow, wie wär's, wenn du den einfach mal übernimmst? Nee. Ach, fuck. Gut, damit habe ich jetzt so gut wie keine Stimpacks mehr übrig. Eins noch. Ein einziges. Das ist ganz schlecht. Da muss ich eigentlich erst wieder... Oh, aufbereitetes Wasser, das ist natürlich gut. Da muss ich erstmal wieder zurück nach Sanctuary und mir Stimpaks holen. Es ist nicht so, dass ich gar keine mehr hätte. Ich glaube, mittlerweile kann ich sie auch herstellen selber. Ich müsste aber auch noch, keine Ahnung, bestimmt an die 100 Stück oder so in Sanctuary liegen haben. Ich habe halt nur nicht immer so viele dabei. Und jetzt habe ich die paar, die ich dabei hatte, schon so gut wie komplett aufgebraucht. Eigentlich habe ich sie komplett aufgebraucht. Das eine jetzt ist auch nur noch eine Frage von Minuten wahrscheinlich. Wenn überhaupt. Oh, hier ist eine Blutspur. Kam die jetzt gerade von meinem Kampf hier mit dem Schlinger oder ist das von jemandem, der hier gekämpft hatte? Weil die sieht so aus, als sei sie permanent hier irgendwie. Ah, hier ist nochmal eine Aster. Also die sah gerade so aus, als könnte man sie verfolgen, aber ich kann sie tatsächlich nur bis hier vorne hin verfolgen. Und da kam der Schlinger her, also vielleicht hat sie auch einfach nichts zu bedeuten und war nur von dem Schlinger. So, ich bin vom Kurs abgekommen, glaube ich, aber ich würde gerne den Ort hier entdecken. Das kann ich hier nicht beantworten. Das musst du selber wissen. So, was haben wir denn hier? Hier muss doch auch... Da sind Meyerlurks. Ah, das sind Meyerlurks. Die werden jetzt wahrscheinlich schon zum Problem, wenn ich kein Stimpak mehr habe. Ich mach mal den. So, Meyerlurks sind ja genau das, was ich suche. Ich muss sie wahrscheinlich nicht zwangsläufig an dem Ort hier finden. Sie sagte nur, dort findet man welche. Aber wahrscheinlich ist es egal. Ich nehme mal an, dass ich auch, wenn ich jetzt die Meyerlurks da töten würde, dass ich von denen auch die Panzer bekommen könnte. Von daher... Schauen wir mal. Würde ich natürlich auch gerne nehmen, wenn ich den jetzt schon irgendwie kriegen würde hier und dann schon zurück nach Far Harbor könnte. Wäre das natürlich schön. Wie harmlos die zu sein scheinen. Ich weiß nicht, so im Commonwealth war das immer so, wenn so ein Meyerlurk auf dich zukommt, war das so ein, oh mein Gott, ein Meyerlurk. Aha, siehst du, jetzt habe ich nämlich schon einen Panzer. Und hier ist es so, ah, es ist nur ein Meyerlurk. Bei allem, was die Insel so zu bieten hat mit anderen Kreaturen, ist der Meyerlurk ja noch in Ordnung. Allerdings, wie gesagt, auch nicht... Ah, jetzt haben wir hier noch eine Todesklaue. Also ein Meyerlurk-Todesklaue. Allerdings ist das nicht mehr so in Ordnung, wenn man kein Stimpack hat. Wie ich gerade auch feststellen muss. Dann sind Meyerlurks auch immer noch... Oh mein Gott.
Eine unschöne Begegnung. Ach, Mann. Jetzt stirb halt. So, ich hoffe, dass das die drei auch sind, die ich nur brauche. Hier ist noch ein Panzer, sehr gut. Komm, gib mir bitte einen Panzer. Ja, perfekt. Das ist doch perfekt. Dann direkt mal schnell speichern. Dann haben wir das nämlich auf jeden Fall schon. Bring der Seefahrerin drei Panzer. Das machen wir jetzt gleich auch. Das möchte ich tatsächlich direkt noch machen in dieser Folge. Ich würde aber auch gerne den Ort entdecken. Aber jetzt haben wir das auf jeden Fall schon mal. Docks von Fringe Cove. Okay. Jetzt haben wir das auf jeden Fall schon mal erledigt. So oder so, auch wenn ich jetzt wieder das Zeitliche segne, habe ich aber auf jeden Fall die drei Panzer schon mal. Und kann sie nachher der Seefahrerin bringen. So, was haben wir hier an den Docks noch so Besonderes? Ich habe das Gefühl, merkwürdige Geräusche zu hören. Ich kann sie aber nicht so richtig zuordnen. Was sind das für Geräusche? Ich weiß es gar nicht. Oder sind die gar nicht im Spiel? Das könnte natürlich auch sein. Ich bin mir da gerade nicht sicher. So, ich springe mal hier rüber. Hier scheint aber irgendwie auch mehr oder weniger gar nichts zu sein. Braminfleisch. Stimpaks wären jetzt unglaublich toll. Gibt es hier irgendwie ein Bad und einen Erste-Hilfe-Kasten? Das fände ich unglaublich toll. Ich habe jetzt hier das Problem mit Stimpaks, dass ich in Fallout 3 mit Haarklammern habe. Okay, hier kann man irgendwie so drüber klettern. Durch den Ort hier. Nee. So ein kleiner Kletterparcours hier. Huh, wo kam er denn jetzt her? Das war doch geschummelt. Der hat doch geschummelt, der Longfellow. Na, so, hier aufs Dach einmal. Okay, hier scheint aber auch irgendwie nichts mehr zu sein, was mich ein bisschen wundert, ehrlich gesagt. So, hier drüben kann ich da... Da liegt eine Schaufensterpuppe. Aber ich kann nicht so weit springen, oder? Bis dahin komme ich nicht. Vielleicht von hier aus. Das könnte vielleicht klappen. Nee, ja. Okay, Schaufensterpuppen gab es hier. Aha, jetzt ist irgendwas aufgetaucht. Was ist es? Auch noch ein Meyerlock. Naja, solange der da unten ist und ich hier oben, ist das vollkommen in Ordnung. Aber du bist... Ah ja, ein legendärer, blutrünstiger Meyerlock. Ich habe mir schon gedacht, dass das kein normaler ist bei den roten Augen. Der ist doch bestimmt auch... Den könnte man doch bestimmt auch irgendwie questbedingt töten wollen. Könnte ich mir auch vorstellen, dass die Leute von der Sägemühle sagen, hier, wir wissen von einem besonders fiesen Meyerlurk. Denn so einen hatte ich, glaube ich, auch bisher noch nicht. Ein legendärer, blutrünstiger Meyerlurk kommt mir bisher unbekannt vor. So, das müsste aber von der Entfernung her klappen hier, oder? Wuh! Das ist mal so geil, wenn man mit der Waffe ins Wasser schießt. Ach, komm halt her, Viech. Sei nicht so feige, stell dich dem Kampf. Ja, sagt die, die oben auf der sicheren Plattform steht. Komm schon, du. Na, das Doofe ist, wenn ich jetzt hier irgendwie runterspringe und abhaue, fällt der mir quasi in den Rücken. Ich würde ihn halt schon gerne erledigen, aber das ist natürlich gerade schwierig. Jetzt bleibt er auch da hinten. So, zurückspringen ist wahrscheinlich nicht. Das heißt, ich muss mir jetzt am besten schon direkt überlegen, hier kann ich noch hin. So, kommt der hier hoch? Ja, wahrscheinlich schon, oder? Ja. Zumal das hier schräg steht. Was? Wo ist er hin? Wo ist... Ah, ich habe ihn aus den Augen verloren. Nicht gut. Okay, ich laufe erstmal nach da oben, glaube ich. Zu der Ecke und dann darüber, würde ich sagen. Wo ist er hin? Da vorne irgendwo. Da ist... Hä? Ist er immer noch im Wasser? Okay. Gut, ich glaube... Der ist abgetaucht. So. Und ich hoffe, dass er mir nicht hinterherkommt. Oh, die Geräusche die ganze Zeit. Ich glaube, das ist... Also, es ist doch im Spiel. Die Geräusche sind definitiv im Spiel. Ich weiß noch nicht, ob die von dem Viech verursacht werden. Radix, yay! Da ist ein Erste-Hilfe-Kasten. Bitte ein Stimpak. Ja, ein Stimpak. Cool. Damit hat sich die Anzahl meiner Stimpaks verdoppelt. Wahnsinn. So, könnte ich jetzt bitte darüber hüpfen, ohne ins Wasser zu fallen? Sehr schön. Das gefällt mir. So, wo das Viech ist, keine Ahnung.
wie gesagt, ich hoffe, es kommt mir nicht hinterher. Hinterher? Okay. Longfellow hat es auch schon wieder aus dem Wasser rausgeschafft. Das ist doch super. Oh, komm, das nehmen wir mit. Ich weiß gar nicht, ob das Vieh hier hochkommen kann. Ob es jetzt einen Weg gab, über das das Vieh hier hochgelangen könnte. Aber jetzt scheint es sich auch gerade beruhigt zu haben. So, wo ist es denn hin? Oder wo kommt es denn wieder? Hier scheint ansonsten glücklicherweise nichts zu sein. Ich laufe hier mal provokanterweise durch. Für den Fall, dass es doch noch irgendetwas gibt, damit das dann jetzt auftaucht und nicht erst, wenn ich es gleich gar nicht gebrauchen kann. Meister? Wirklich? Warum? Warum? Meisterschloss. Na gut, ich nehme die Herausforderung an. Ich habe ja genug Haarklammern. Aber ich finde gerade noch überhaupt keinen Einstieg, wo sich irgendetwas auch nur einen Millimeter bewegt. Nicht so wirklich. Nein. Nein. Es rappelt überall nur. Und nirgends kann ich irgendwas bewegen. Ha. Huh. Aber deshalb heißt es ja auch Meisterschloss. Ich bin der Meinung, ich hatte sie gerade noch überhaupt nicht bewegt, die Haarklammer. Oh, ist das? Nein. Nein. Ist das ein Einstieg? Nein, ist es nicht. Ich habe noch gar nicht so die richtige Richtung irgendwie. Nee, schon wieder eine abgebrochen. Egal. Ich habe ungefähr 400 Haarklammern. Das ist kein Problem. Oh, da. Da ist der. Da ist ein guter Anfang. Aha, wir kommen der Sache näher. Das ist mein Einstieg in die Situation. So, ich muss noch ein mini bisschen hier rüber. Nein, verdammt. Das war noch nicht genug. So, dann jetzt aber. Ja, wieder ein Stück zurück. So ungefähr. Nein, war das jetzt schon zu weit oder noch zu wenig? Ich weiß es nicht genau. Na. Noch ein bisschen weiter in die Richtung. Okay, wir sind ganz nah dran. Ach, komm schon, das hätte schon Klick machen müssen. Das hätte eigentlich schon Klick machen müssen jetzt. Aha, da war das Klicken. Da war das Klicken und ich habe die Tür geöffnet. Wahnsinn. Ein König. Meyerlurk, König der Tiefe. Wirklich, das ist jetzt auch nochmal ein besonderer. Nicht nur, dass es ein Meyerlurk-König ist, sondern es ist ein Meyerlurk-König der Tiefe. Irgendeine Art von besonderem Viech. Und ich hatte vergessen, dass ich diese Waffe hier in der Hand hatte. Die natürlich jetzt auch nicht das Optimum war für die Situation. Okay, und da fliegt er, der Meyerlurk-König. Yay! Also man hätte auch von unten daran kommen können, würde ich mal sagen. Von da, wo der andere Meyerlurk war. Schön! Also ich gehe mal davon aus, dass der auch irgendwie das Ziel einer Quest gewesen sein könnte. Schlüssel für Docks von Fringe Cove. Ach, wäre das für hier gewesen? Ja, wahrscheinlich. Ich wollte gerade sagen, oh, ich muss eine Tür finden, die verschlossen ist. Ich bin gerade durch eine Tür gekommen, die verschlossen war. Also ich nehme an, es ist tatsächlich so gedacht, dass man vom Wasser herkommt, den ersten Meyerlurk killt, dann den König hier killt und dann kann man zumindest hier wieder rausgehen mit dem Schlüssel. Ja, habe ich mal wieder anders gelöst, aber okay. So, und was gibt er mir? Irgendwas Cooles? Meyerlurk-Fleisch. Wirklich jetzt das absolute Minimum, was hätte sein können? Das ist irgendwie enttäuschend. Okay, aber wir haben den Meyerlurk-König der Tiefe gekillt. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass der auch irgendwie... Also das klang jetzt wiederum so besonders vom Namen her, dass das bestimmt Bestandteil einer Quest gewesen wäre. Oder sein wird, falls ich denjenigen finde, der daran ein Interesse hat. Und der mir sagt, töte ihn. Und ich dann sage, habe ich schon. Längst erledigt.
Ah, da ist wieder. Ah, das ist nur ein normaler Meierlock. Okay. Hups. Hups. Das ist zu geil. Wo ist denn das gemeine, blutrünstige. Oh, jetzt habe ich sogar schon. Ich habe sogar schon 4 von 3 Meierlock-Panzern. Das ist ja. Ich bin mal wieder over the top. Wo ist denn jetzt der blutrünstige mit den roten Augen? Den will ich jetzt natürlich auch noch haben. Was ist denn das da vorne? Ach, das ist nur ein Felsen, oder? Das ist ein Felsen im Wasser, glaube ich. Wo ist das blutrünstige Mistviech? Hier im tiefen Wasser vielleicht? Bleibe ich hier hängen in den Schlingpflanzen? Möglich wär's, aber es passiert nichts. Da vorne ist ein Felsen. Ein einsamer, einzelner. Aber der Meierlurk ist fort. Was ist das denn? Hier tauchen gerade Figuren auf auch. das war ja jetzt. Das war jetzt auch creepy irgendwie. Wie die jetzt alle hier gerade aufgetaucht sind. Die Schaufensterpuppen, das war ja gemein. Ah, und hier gibt es tatsächlich ein gesunkenes Schiffchen zum Untersuchen. Sowas finde ich ja auch cool, dummerweise. Ja, und wieder voller Ramenfleisch, schmutziges Wasser, Maddox. Habt ihr eine Erste-Hilfe-Gedönse hier? Okay, ich habe nicht das Problem, dass ich ertrinke. Ich habe das Problem, dass ich komplett verstrahle. Hier im Wasser. So, und dabei ist das. Gut, bei dem Problem hilft mir natürlich auch das Auftauchen nichts. Was war das? Was liegt hier? Whisky? Whisky brauche ich nicht. Hier, was? Ah, Stimpaks! Ja, 2 Stimpaks! Die werde ich auch gleich brauchen. Kann ich unter Wasser ein Redaway einschmeißen? Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt gerade. So, machen wir das mal. Ja, das war jetzt creepy hier mit den. Das ist ja immer. Schaufensterpuppen sind sowieso creepy. Aber das jetzt gerade, wie die alle so aufgetaucht sind, das ist schon besonders creepy. Na gut, okay, das war das Schiff hier. Ich glaube nicht, dass ich hier irgendwas besonders Cooles finde. So, und der einsame Felsen hier bietet mir nichts Besonderes, scheinbar. Hätte ja sein können, dass das irgendwas Bedeutendes ist. Ich bin ja neugierig. Wissen wir ja mittlerweile alle. Ihr, ich, jeder. Aber da war wohl nichts. Nun gut. Dann schwimmen wir mal zurück ans Ufer. Und dann sehen wir weiter. Oh, ist das ein anderes Schiff hier? Tatsächlich. Das ist auf jeden Fall ein anderes. Ist auch so ein bisschen auseinandergebrochen. Aber ich glaube, hier gibt es auch nichts. Das stellt mich natürlich vor das Problem, dass ich demnächst auch überall das Wasser untersuchen muss. Und das Wasser rings um die Insel. Jetzt, wo ich weiß, dass es da Dinge gibt. Und gesunkene Schiffe. Welcher, was ist denn das da für ein Leuchtturm? Das kann aber nicht, das ist nicht unserer, ne? Nee. Das könnte schon eher der Ort sein, zu dem ich eigentlich wollte, dieses Haddock. Was ist denn da oben? Was ist das denn da oben? Lass mich mal da hoch. Hui. Was ist das? Ach, eine Kochstation. Schmutziges Wasser, ja. Hier hat sich wohl jemand von irgendwoher ein Floß gebaut und ist damit hier, keine Ahnung, woher gekommen. Oh, da, der Longfellow schwimmt auch noch. Und hat es aber, ja, scheinbar nicht geschafft. Obwohl er noch eine Kochstelle hier hatte. Sogar mit Suppenkelle. Schön. Aber letztlich hat es ihn doch dahin gerafft. So, wir schwimmen ans Ufer, wie gesagt. Und dann würde ich sagen, gehen wir noch schnell zur Seefahrerin, bringen ihr die Panzer vorbei. Und dann haben wir es ja schon wieder zeitlich ausgereizt. Haha. So, das können wir noch schnell mitnehmen. Fancy Let's Kuchen. Soll ich eine Runde schlafen? Nee. Das sieht auch eklig aus. Mach nicht den Mund auf. Schluck das bloß nicht, wo du da drin rumschwimmst. So, das nehmen wir noch mit. Alles klar. Wie weit sind wir denn jetzt von dem Ort eigentlich? Ja, das wäre noch bis hier oben hin gewesen. Gut, den werden wir uns später auch irgendwann noch anschauen. Das ist vermutlich da der Ort, wo der Leuchtturm auch steht. Aber jetzt tut das nicht mehr Not. Wir müssen jetzt nicht mehr hin, da wir die Meierlurk-Panzer ja schon gefunden haben. Also würde ich sagen, zurück nach Far Harbor und der Seefahrerin die Panzer bringen, damit wir das dann auch schön abgeschlossen haben hier. So, auf geht's.
So, Frau Seefahrerin. Hui. Er war schon bei ihr. Da ist sie. Das Schneiden der Panzer ist eine Drecksarbeit. Aber es lohnt sich. Ich hab deine Meyerlurk-Panzer. Endlich. Alles, was an das Dock geschweißt, geklebt und gehämmert werden kann, ist da. Hör mal. Es tut mir leid, dass ich wegen meiner Krankheit so heftig reagiert habe. Ich bin nicht gewohnt, darüber zu reden. Hier bricht alles auseinander. So viele Tote durch den Nebel, die Krabben oder was auch immer. Ich frage mich, wie viele Wochen mir noch bleiben. 3, 4, 2. Hast du Schmerzen? Vom Doc habe ich was, um die meisten Symptome zu lindern. Es ist schwierig, alles unter Kontrolle zu halten. Ich habe nicht mehr so viel Energie wie früher. Und es wird noch schlimmer. Lass es ruhig angehen. Solange ich die Kraft habe, darf ich sie nicht vergeuden. Wenn ich so daran denke, vor der Nachricht, war ich ganz nah dran, alle von meinen Docks runterzuschmeißen. Aber danach? Warum sollte ich mein Land verteidigen? Lass sie nur kommen. Und wenn ich jetzt sehe, wie sie sich streiten, statt auch nur einen Finger krumm zu machen, merken sie nicht, dass die Zankereien um Kleinigkeiten nur Zeitverschwendung sind? Gibt es eine Möglichkeit, die Dinge zu verbessern? Ich dachte mir, alle sollen mein Land haben. Wir haben hier lange genug alleine gelebt. Gemeinschaftlicher Landbesitz könnte zu einer richtigen Gemeinschaft führen, selbst wenn man sie dazu zwingen müsste. In schweren Zeiten sollte eine Gemeinschaft zusammenhalten. Ich dachte, der Captain wäre ein idealistischer Dummkopf. Aber jetzt, nachdem ich die Panzer eingebaut habe, möchte ich noch eine letzte Sache erledigen. Du warst ein echter Freund. Wenn du dich bis zum Schluss darum kümmern könntest. Tja, ich muss jetzt an die Arbeit. Okay. Kronkorken haben wir auch noch bekommen. 615. Das ist gar nicht mal so schlecht. Das ist sogar recht gut, würde ich sagen. Und die Verteidiger-Harpunenkanone ignoriert 30% der Schadens- und Energieresistenz des Ziels. Ja, nicht schlecht. Ich habe die Harpunenkanonen ja noch gar nicht wirklich ausprobiert, weil ich nie wirklich Harpunen hatte. Aber das muss ich auch auf jeden Fall mal machen. Nicht schlecht. Schaden 172. Ja, das ist auf jeden Fall ein deutlicher Schaden. Das ist vor allem ein deutlicher Unterschied zu den Waffen, die ich sonst so benutze oder die ich zum Teil schon mal benutzt habe, aus mehr oder weniger gezwungenen Umständen heraus. Da sind 172 Schaden schon eine ganz andere Hausnummer. Cool. Und ich sehe gerade, ich habe sogar 145 Harpunen. Stimmt, ich glaube, ich habe die mal gekauft hier bei dem Waffenfuzzi hier drüben, bei dem Erl irgendwas. Habe sie aber noch nie ausprobiert an der Kanone. Sollte ich mal machen. Na gut, jetzt habe ich die ja dabei. Mal schauen, ob ich das, ob ich dran denke. So, und wir haben den Rumpfdurchbruch 3 abgeschlossen. Und sie sagte doch gerade, sie hat noch irgendwas, sie hat noch eine letzte Sache. Wollte sie uns da nicht noch irgendwas vielleicht zu sagen oder so? Ich hatte das jetzt irgendwie gedacht, ehrlich gesagt, dass sie noch mal was Konkretes sagt. Achso, oder sie meinte, wenn das fertig ist, ne? Wenn alles hier fertig gemacht ist. Seefahrerin? Es sollte nicht allzu lang dauern, die Panzer in Fahrhabe zu bearbeiten. Okay, ja gut, okay. Dann hat sie jetzt erstmal gerade nichts weiteres für uns. Hier zieht ein Unwetter auf. Aber ich würde sagen, wir bleiben trotzdem hier, denn es lohnt sich nicht, noch irgendetwas anzufangen. Ganz im Gegenteil, ich würde sagen, das war's dann hier. Das war's an dieser Stelle für Fallout 4, auch für dieses Jahr, für diese Folge, für dieses Jahr. Hier kommt gleich noch Game of Thrones, noch eine Folge, und dann war's das auch auf dem Kanal generell für dieses Jahr, denn dann mache ich erstmal Pause und genieße die Weihnachtszeit. Und euch wünsche ich auch eine wunderbare Weihnachtszeit, wenn ihr Weihnachten feiert, ein schönes, besinnliches, ruhiges Fest mit eurer Familie oder mit Freunden oder mit wem auch immer. Einen tollen Jahreswechsel und wir hören uns dann im Januar wieder und dann setzen wir hier unsere Abenteuer fort. Entweder auf der Insel oder auf dem Festland, weiß ich noch nicht so genau. Schaue ich mal in der Zwischenzeit, überlege ich mir dann. Dann sehen wir weiter. So, Avery spricht gerade mit uns. Arbeit. Werde ich mir merken, dass ich sie nochmal drauf anspreche. Jetzt gerade möchte ich das nicht mehr machen. Denn sonst zögere ich hier alles nur hinaus. Also ich werde die dann wahrscheinlich beim nächsten Mal nochmal fragen, ob sie Arbeit für mich hat. Aber wie gesagt, für jetzt war es das. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch eine tolle Weihnachtszeit, einen tollen Jahreswechsel und wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Macht's gut und bis dann!